Moin Leute, das Buch hier lese ich gerade und bin jetzt auf der Seite 358. Allerdings habe ich dafür ganze 2 Jahre gebraucht. Ja, 2 Jahre. Das liegt daran, dass ich einfach zu faul bin zu lesen, weil Videos viel einfacher zu konsumieren sind. Nee, Mann, gar keinen Bock mehr. Videos sind auf jeden Fall auch super, um was zu lernen, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich denke, dass Bücher auch teilweise Vorteile haben. Dadurch, dass man beim Lesen aktiv konsumiert, also sich anstrengen muss, um das Wissen aufzunehmen, bleibt nämlich meiner Meinung nach dabei mehr hängen, als wenn man ein Video schaut. Und außerdem sind Bücher auch viel ausführlicher. Deswegen denke ich generell, dass Lesen eigentlich eine gute Sache ist. Diese Woche habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 20 Minuten zu lesen, um was zu lernen und vor allem, um dieses Buch endlich mal fertig zu kriegen. Und wie das läuft, seht ihr jetzt. Moin Leute, ich habe eine Woche gelesen und ja, kein Plan, was ich dazu sagen soll, es ist jetzt nichts Krasses passiert, aber ich fand es auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Ich fand es immer recht schwer reinzukommen, also gerade so bei den ersten 2 Seiten musste ich dann oft Sätze doppelt lesen und da macht das natürlich dann nicht so Bock. Aber wenn ich dann einmal drin war, dann fand ich das auch echt interessant. Ich finde halt wirklich, dass so die Informationsaufnahme beim Lesen schon ziemlich anders ist als bei Videos. Einfach weil man sich halt dafür anstrengen muss und außerdem alles sehr viel detailreicher beleuchtet wird, was halt Vorteile und Nachteile hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich denke, ich werde versuchen, auch weiterzulesen. Ob das klappt, werden wir sehen. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Tschaußen, Banausen, macht's gut!